Parlamentarischer Abend Europa und der Euro. Chancen und Risiken für Bayern. Ich bin im Gespräch mit Professor Dr. Michael Piazzolo, MDL und europapolitischer Sprecher der Freie Wähler Landtagsfraktion. Herr Professor Piazzolo, wie beurteilen Sie im Lichte dieses Abends die Euro-Rettungsschirmpolitik? Die Euro-Rettungsschirmpolitik ist eine sehr risikoreiche Politik. Wir haben jetzt insgesamt schon circa 1 Billion Bürgschaften gegeben. Und wenn die sich realisieren, dann hat auch Deutschland als größtes Land und als starkes Land seine Probleme. Und deshalb warnen wir davor. Welche Vor- und Nachteile des europäischen Integrationsprozesses sehen Sie denn? Ja, der Vorteil ist die Idee des Friedens. Das war die Grundidee und der Anfang der europäischen Integration. Und zu der stehe ich vollkommen. Nachteile ist, dass wir auf dem Weg ein wenig die Bürger verloren haben und nun wieder versuchen müssen, sie zu gewinnen. Das ist für mich das wichtigste Anliegen. Und wie sieht Ihr Blick in die Zukunft aus? Was muss sich in der Europäischen Union ändern? Ja, wir müssen es wieder schaffen, die Menschen für Europa zu gewinnen. Und das geht, glaube ich, nur, indem wir wieder Kompetenzen auch zurückverlagern in die Regionen und indem wir die Bürger mitbestimmen lassen über Europa. Das heißt, Volksabstimmungen zu europäischen Fragen. Das ist für mich ganz entscheidend und ganz wichtig. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Piazzolo. Bitte schön, sehr gerne.